Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Marktübersicht und Analyse. Wie man hier direkt bei CoinMarketCap sehen kann, ist die Marktkapitalisierung auf 374 Milliarden Dollar gestiegen, die Bitcoin-Dominanz bei 57,8%. Ja, Bitcoin bei knapp 13.000 Dollar in den letzten 24 Stunden um 9% nochmal gestiegen. Auch IOTA hat hier starke Gewinne mitgenommen, 30% in den letzten 24 Stunden im Moment bei 4,30 Dollar. Monero bei 285 Dollar, EOS beispielsweise auch bei 4,50 Dollar, also einige Gewinner hier mit dabei. Ist zwar ein bisschen gemischt, der Markt im Moment, aber Bitcoin ist halt immer noch am Dominieren und am Steigen. Wenn wir uns jetzt mal hier den Chart anschauen von Bitcoin, dann sehen wir, ist beim Allzeithoch hier um knapp 13.000 Dollar. Ja, im Moment viel Hype im Internet, in den Medien, viele Leute, die jetzt neu einsteigen. Da ist jetzt natürlich die Gefahr groß, dass wenn es mal ein bisschen einbricht, dass da die Furcht groß ist und dass da die Leute mit schwitzigen Händen schnell verkaufen und dadurch, dass man da halt eine große Korrektur sehen kann, es könnte passieren. Da sollte man auf jeden Fall auf diese Unterstützungslinien achten. Einmal bei 11.700 Dollar, dann bei 10.800 Dollar, bei 9.000 Dollar und dann zuletzt bei 8.300 Dollar. Einzelnen Unterstützungslinien da aufpassen. Aber es kann natürlich auch weiter so gehen. Wer weiß ja schon. Muss man mal schauen. Aber eine Korrektur wäre auf jeden Fall wahrscheinlich. Da muss man aufpassen, dass man jetzt nicht mit seinem ganzen Kapital da komplett reingeht. Bei Ethereum sieht man das zum Beispiel, der hat sich ein bisschen, da sieht man ein bisschen, dass eine Korrektur stattgefunden hat. Muss kurz mal den richtigen Chart öffnen. So. Dass hier eine Korrektur stattgefunden hat, hier in dem 4-Stunden-Chart, wenn wir auf den 1-Tag-Chart gehen. Dann sehen wir hier, dass er bei vor ein paar Tagen bei 545 Dollar war und jetzt im Moment bei 430 Dollar. Wenn man hier das Fibonacci-Retracement mal von der unteren Linie sich anschaut, dann sieht man hier, dass ungefähr bis zu der 0,618-Linie wieder korrigiert hat und von dort aus wieder ein bisschen nach oben gegangen ist. Muss man natürlich jetzt mal abwarten, wie er sich hier weiterentwickelt. Diese Unterstützungslinie hatte ich im letzten Video gesagt, das war erstmal ein Widerstand hier von den Hochs, der wurde durchbrochen und jetzt ist diese Linie als Unterstützung, ist jetzt hier drei, viermal dran gekommen, einmal sogar kurz durchbrochen, aber nicht signifikant und ist dann halt wieder hochgegangen. Wenn wir uns jetzt mal EOS anschauen, da sieht das auch sehr stark aus. Da war in den letzten Wochen ungefähr bei, ja, Ende Oktober war der bei 50 Cent ungefähr, ist bis auf 5,10 Dollar gefallen. Das Allzeithoch liegt hier bei 5,47 Dollar. Wenn der geknackt wird, dann kann es halt nochmal stark nach oben gehen. Interessant ist hier zu sehen, wenn man hier mal den 4-Stunden-Chart öffnet mit dem Fibonacci Retracement. Wenn man die einzelnen Rallyes mal jetzt hier anschaut und guckt, wie die sich immer hier runter korrigiert haben, wenn man jetzt hier von hier ausgeht und bis zum Hoch runtergeht, dann sieht man 0,618 ungefähr. Von dort aus ist es dann wieder hochgegangen. Wenn man die zweite Rallye sich anschaut, die ging bis hier oben hin, von dem Punkt hier aus, dann sieht man auch ungefähr bei 0,618. Also dieser Wert den kann man sich schon öfter mal zu Hilfe nehmen. Und bei der letzten Rallye, der heute und gestern vor allem stattgefunden hat, sieht man auch wieder von dieser Kerze bis zum Hoch 5,13 Dollar und von da aus runter bis auf 4,22 Dollar, genau zu 0,61 Linie und von dort aus dann wieder hoch. Da kann man richtig schön im Nachhinein sehen, dass das sehr gut klappt. IOTA hat auch sehr, ist auch sehr stark gestiegen. Schauen wir uns das mal kurz an. Bis auf 5,50 Dollar auch. Ein bisschen gleichen Takt wie EOS. Ungefähr gleiche Werte.
IOTA war auch vor ein paar Wochen noch bei 30 bis 50 Cent, bewegen sich da im gleichen Schritt. Auch hier kann man sich das Fibonacci Retracement anschauen. Schauen wir mal von hier aus an. Dann sieht man, der ist bis zur 0,5 Linie gekommen. Ja, woran liegt das überhaupt bei IOTA, dass er so hochgeschossen ist? Das war durch eine Veröffentlichung, dass ein Marktplatz für Daten gestartet wurde für 2 Monate in der Testphase. Da sind große Unternehmen mit beteiligt. Hier sieht man das bei Medium, haben die das gepostet. Da sieht man, dass hier Bosch dabei ist, Fujitsu, EWE, TU München zum Beispiel, Orange, also große Unternehmen, die da mitmachen. Das ist ein Marktplatz für Daten. Und durch diese Nachricht ist das dann halt hochgeschossen. Auch Monero hat sehr stark zugelegt. Hier sehen wir, hat gerade ein bisschen runtergeschossen, also kann man wieder mal sehen. Das war ja hier ein Widerstand, den man da hatte, und der sollte dann jetzt nicht durchbrochen werden nach unten, weil das jetzt eine Unterstützung ist. Im Moment bei 265 Dollar. Ich hatte mal, ich glaube, das war in einem anderen Chart. Schauen wir mal kurz rein. Monero Dollar. Glaube, bei Bittrex war das so. In der dritten Folge oder so war das. Vor einigen Wochen, wenn man den Tageschart mal hier öffnet, dann habe ich euch mal gezeigt, dass hier so ein Kanal ist, und wenn der durchbrochen wird, kann man dann halt als Kaufsignal das betrachten. Und von dort aus, nachdem es diesen Kanal hier verlassen hat, dann kann man mal anschauen, hätte man bis zu 220% machen können, im Moment halt immer noch bei guten 165% Gewinn, wenn man dort eingestiegen wäre. Interessant zu beobachten jetzt natürlich wieder, wie es sich weiter verhält. Ja, bis zur nächsten Folge. Tschüss.